Einen schönen guten Tag, liebe Aliens, und willkommen zurück bei Alien Isolation. Es geht weiter mit mir und Amanda Ripley. Wir kriechen jetzt wieder zum Dock zurück. Konnte das Alien erfolgreich abschütteln. Ich denke, hier ist ein Safe Haven. Verdammt, Coolman! Sie wussten, dass dieses Ding hier ist! Das ist unfair! Ich war mir nicht sicher, ob es dort ist. Und jetzt den Zugangscode! 1702. Zufrieden? Jetzt lassen Sie uns zur Arzneiausgabe gehen! Natürlich, natürlich. Versprochen ist versprochen. Bitte entschuldigen Sie mein Verhalten. Ich gehe in den anderen Raum und gebe den Code ein, um den Lift zu aktivieren. Dann können wir die Schlüsselkarte nutzen, um nach unten zu fahren. Okay. Ich reduziere mal kurz den Ingame-Sound etwas. Damn, boy. Sie flammt ihn aber nicht zu Unrecht an, also. So oft, wie das Ellie mich jetzt schon getötet hat, war eine richtige Tortur, das bekommen. Ja, was zum Speichern. Ich speichere gerade hier nochmal. Ich habe zwar schon gerade gespeichert, einfach auf süß. Aber. Ah, sicher, sicher. Alright. So. So, ich sammle meine Sachen und dann können wir los. Warum sagt mir mein Gefühl, dass er es nicht lebend rausschafft? Ich kann auch falsch liegen, aber... Ups. Oh Gott. Nehmen Sie den Aufzug zur Krankenstation. Nix, wie weg. Als ob ich nochmal Bock habe, mit dem Alien irgendwie konfrontiert zu werden. Bitte nicht. Ja, öfters speichern ist in diesem Spiel keine so dumme Idee. Wie gesagt, dass es kein Autosave gibt. Nehmen Sie ein Medikit. Warum kann ich hier nicht einfach eins herstellen? Wäre so viel einfacher. Was denn? Elektroschocker? Geiles Gerät. Wählen Sie das Menürad aus. Kann ich damit das Alien in die Flucht schlagen? Gott, das macht mich alles so nervös gerade. Ethanol. Ich weiß nicht, wofür ich Ethanol brauche. EMP-Mine, Blendgranate, Rauchgranate. Räuschmacher. Medikit. Ethanol. Bohrbombe. Dafür braucht man Ethanol, aber ich habe den Rest nicht. Wie sieht denn das Ethanol aus? Ah, okay. Ja, ich könnte eine Rauchgranate herstellen. Das ist okay. Privat. Wichtig. Marshall-Untersuchung. Frank, ich muss mit dir reden. Ich habe hier eine Leiche, die zum Marshall-Fall gehört. Weiblich, Ende 30, Brustwunde. Ja, Brustwunde, ne? Ich habe keine Ahnung, wie lange Marshall Wade sie da oben behalten will. Aber es ist eine ziemlich heikle Situation. Ich werde ihre Diskretion benötigen und ich werde auch ihr Verhalten in dieser Angelegenheit brauchen. Kommen Sie in mein Büro. Lingard, medizinische Offiziere. Ja, das ist ein absolut wichtiger Hinweis, weil wir jetzt wissen, wo das Alien herkommt. Er ist nämlich Newborn.
So. Umweltkontrolle. Frank, Ihre Bedenken bezüglich der Schließung von San Cristobal wurde notiert. Versichere Ihnen jedoch, dass die Evakuierung 100% nötig und nur vorübergehend ist. Meine Priorität ist das Wohlergehen der Lebenden. Sie scheinen sich mehr um die Toten zu kümmern. Wenn Sie sich um Energieschwankungen, die Temperatur in der Leichenhalle und den Zustand der Leichen sorgen, passen Sie das Kühlmittelsystem an. Verschwinden Sie einfach so schnell wie möglich, Lingard. Kühlsystem aktivieren. Warnung, Sauerstoffzylinder O6 nicht gefunden. Könnte wichtig sein. Ah, hier. Mittel aktivieren. Da ist der Behälter, oder? Nee, das gehört irgendwie dazu. Okay, ein Kühlmittelbehälter fehlt mir noch. Ist es das Alien oder ist es was anderes? Ich weiß es gerade nicht. Ich höre doch noch was. Achso, das ist der Speichersound. Hier ist noch was. Gott, auch voll. Ethanol voll. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Bin so überladen. Aber das, was ich mir herstellen will, oder herstellen möchte, kann ich mir nicht herstellen. Was ich mache. Da wird ja kein Ethanol gebaut. Na, wurscht. Okay, dann rein damit. Dann wollen wir mal. Kühlmittel aktivieren und optimale Betriebstemperatur wiederherstellen. Ja. Irgendwas. Muss ich da irgendwas drücken für oder was ist hier? War alles oben? Oder nicht? Ich verstehe es gerade nicht. Ach so, ich kann jetzt. Ah. Ich kann jetzt in die Räume. Guck mal, da ist kalt. Aber ich konnte doch eben schon hier rein. Oder geht's in den anderen Raum? Ah, hier. Die Rohre. Ah, jetzt kann ich hier rein. Weg. Okay. Ich nutze gerade die Gelegenheit, um nochmal zu speichern, weil, ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht viel Progress gemacht, aber auch ehrlich gesagt keine Lust, das nochmal nachzuspielen, falls das Alien kommt und mich tötet. Über irgendwo in den Rohren da oben. Zug. Samuels, da ist eine Dr. Lingard, leitende medizinische Offizierin. In ihrem Büro sollten Sie herausfinden können, wo hier alles gelagert wird. Vielen Dank, Ripley. Beeilen Sie sich. Okay, und wo ist dieser Schachtzug? Oh ne, ich bin sowas von tot.
Kann ich mich dagegen wehren? Wofür ist denn dieser Elektrostab gut? Das verstehe ich halt wiederum nicht. Also dann ist es wahrscheinlich nicht gegen das Alien. Ja, aber ich muss mir merken, der steht dann hier im Flur rum. Ah, ich kann nicht da durch. Zum Glück habe ich nochmal gespeichert, ne? Einfach nur hier das Ding wieder aktivieren und gut ist. Samuels, da ist eine Dr. Lingard, leitende medizinische Offizierin. In ihrem Büro sollten Sie herausfinden können, wo hier alles gelagert wird. Viel Glück, Ripley. Beeilen Sie sich. Ich hoffe mal, dass es nicht hier im Schacht ist. Weil das kann ja auch passieren. Das Alien klettert ja auch durch die Schächte. Mir ist es schon mal passiert, ich habe mich versteckt und dann war das Alien in diesem Schacht drin und hat mich getötet. Also das Spiel zu schaffen, ohne zu sterben, das ist, glaube ich, echt super hardcore. Frag mich, wie es auf anderen Schwierigkeitsgraden ist. Ist dann das Alien noch penetranter? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, es wirkt aber so unbehaglich. Ich lieb's einfach. Weitere Leichen. Okay. Sensor. Elektroschockladung. Karte aktualisiert. Arzneiausgabe ist leer. Nachricht an Lingard. Deren Rückkehr. Die Patienten auf der Traumastation wurden bestmöglich für den Transport stabilisiert. Bevor Waits hier alles abriegelt, ich gehe nach oben zur Psychiatrie und sehe zu, dass keiner trödelt. Die Arzneiausgabe ist jetzt leer. Jegliche Erste Hilfe und Medizinvorräte von San Cristobal sind nun bei Ihnen oder irgendwo auf der Station. Ich hoffe, Sie kommen mit guten Nachrichten zurück. Totenschein. Geheim, Forster C. Fehler. Okay, Audio, ist nichts. Bericht, Stellungnahme zu Bericht auf. Hä? Ach, das kann man nicht mehr angucken. Medizinische Offizierin Sevastopol-Station. Ich möchte zu Protokoll geben, dass ich bezüglich des Indexpatienten der Anesidora unter Zwang gestellt wurde. Ransom. Seeksons Einsatzleiter. Er hat gewisse Drohungen gegen meine Karriere und meine Zulassung gemacht. Das will ich dokumentiert haben. Aber Gott steh mir bei. Diese Frau brauchte Hilfe. Ich wusste nicht, was für ein Parasit das war. Aber er hat etwas in ihrem Inneren abgelegt. Es tut mir leid. Mir waren die Folgen nicht bewusst. Wie denn auch? Holy moly. Jetzt verstehen wir so langsam, wie das Alien hier hingekommen ist. Auch durch die Texte, die wir gelesen haben. Okay. Bist du in Operationssaal? Oh, der ist da hinten. Oh, ist noch voll der Weg. Das nimmt ja kein Ende gerade.
Hello there. Man sieht noch den Schwanz. Hä? War das ein Grafikfehler oder warum hinterlässt das Alien so komische Partikel? Ist das Schmutz? Man weiß es nicht. Oh ey. Die Anspannung sitzt tief, also so richtig tief. Es ist auch schwierig, mit ihm umzugehen. Jedes Mal, wenn er auftaucht, kriege ich einen halben Herzinfarkt. Weil ich mir so denke, nein, ich will nicht sterben. Geh weg. Anstrengend ist das. Okay. Ach, komm schon. Ey, ich wollte gerade losgehen. Ja. Ja, der ist ja hier die ganze Zeit, ne? Wann kriege ich denn endlich mal eine Möglichkeit rauszukommen? Jetzt vielleicht? Alter, echt? Der ist direkt neben dran. Okay. Damit wir nicht noch mehr Zeit verlieren, ich muss leider das Ganze hier so ein bisschen cutten. Komme ich gleich wieder auf euch zurück, beziehungsweise wir machen dann gleich weiter. Sobald ich erstmal aus diesem Raum raus bin und irgendwie es geschafft habe, in den nächsten zu kommen. Bis gleich. Okay, weiter geht's. Da ist eben ein Feuer ausgebrochen, weshalb ich komplett außenrum gehen muss. Das heißt, da in dem Raum, wo ich eben war, leitende medizinische Offizierin Dr. Lingard, da wo es rechts lang geht, da ist ein Feuer ausgebrochen. Das heißt, ich muss komplett außenrum gehen. Ich kann nicht einfach den einfachen Weg nehmen. Nein, ich muss nochmal wie sie außenrum. Fantastisch das alles, während ich hier lang kriechen muss. Vor dem Alien zu verstecken. Irgendwo da ist es. Weg. Na. Ah. Gott. Eine Tortur, ey. Gott. Bitte, tu das nicht. Irgendwas zum Speichern. Wo ist denn der Speicherraum? Bitte, komme ich nicht durch. Ich schau mal kurz hier drin. Bis gleich. Hey, Schlüsselkarte benötigt. Na, natürlich. Könnte ja mal auch einfach sein. Aber nein. Okay, passt für mich. Warte, kann ich speichern? Ja, bitte. Ja, bitte. Oh mein Gott! Ah, ich hab's noch nie so sehr gebraucht. Jetzt. Molotow-Cocktail? Kann ich das auf das Alien werfen? Und hier alles bauen kann? Jetzt sogar fast alles dazu, bis auf das hier. Sprengkapsel. Fehlt noch. Ah. Ja, interessant. Welcher da habe ich? Direkt da rauskommen, ne? So strange. So dieses Gefühl, dass es überall sein könnte. Macht mich richtig hart nervös. Dr. Molly, es interessiert mich nicht, was Sie meinen, unternehmen zu müssen. Verschwinden Sie aus San Cristobal. Sofort. Sie wissen, was wir da drin aufgebaut haben. Und es tut mir wirklich leid, was das für die unverlegbaren Patienten dort bedeutet. Aber es geht nicht anders.
Dies ist die letzte Warnung, Marshall Waits. Molly, Sie müssen aus der Krankenstation raus. Wir haben Lager im Habitatsturm aufgeschlagen. Die Menschen kämpfen um Vorräte. Es kommen mehr Verletzte zu uns, als dass wir Medikamente haben, sie zu versorgen. Und mein Team ist, um es milde auszudrücken, sehr erschöpft. Ich weiß nicht, wie Sie die Abriegelung aufheben wollen, aber falls Sie Zugang zur San Cristobal Hauptstation brauchen, der Code lautet 250. Ich schreibe mir das gerade mal auf. Zettel hier. So. Alles klar. Gut. San Cristobal Verriegelung. Die San Cristobal Krankenstation wurde auf weiteres von den Colonial Marshals abgeriegelt. Sevastopol Pflegeteam hat auf der Station verteilt Feldlazarette aufgebaut, um die derzeitige Krise zu bewältigen. Standorte folgen. Marshall Waits. Wähler. Audio. Zubehör. Notventilabschaltung. Warnung. Feuer in sekundärem Gasnetz registriert. Notventilabschaltung wird eingeleitet. Umgehen Sevastopol Wartungsteam kontaktieren. Andere Freunde. Einige sogar mit Dienstabzeichen. Einer von ihnen hat mir mitgeteilt, dass sie Marshall Waits bezüglich eines, wie soll ich sagen, interessanten Fundes angerufen haben. Ich will dabei sein. Keine Widerrede. Ich meine, wie viel weiß Waits wirklich über sie? Nicht so viel wie ihr alter Freund hier. Und ich könnte wetten, dass er eher weniger Verständnis für Schwarzmarktsanitätsartikel hat. Bis bald dann, Doc. Bald. Ja, da ist er gerade hochgeklettert in den Lüftungsschacht. Fantastisch, da könnte er auch direkt vor meiner Nase jetzt einfach auftauchen. Ich glaube, das passiert doch gerade. Er ist über mir. Oh Mann, ist das ätzend. Ja, gerade scheint er weg zu sein. Für Gelegenheit. Ich speichere gerade nochmal. Warum nicht? Ich nehme das in diesem Spiel mal raus. Weil das Alien echt wirklich sehr hartnäckig ist. Ja, von einem Moment ist es weg. Jetzt? Ich hab den Code, aber ich habe keine Sicherheitskarte, oder? Kriege ich die Karte denn her? Schlüsselkarte benötigt. Nicht die denn? Die hier? Nö. Gott, ich dachte, da kommt Zappa raus. Durchsuchen Sie den Operationssaal. Finden Sie die Schlüsselkarte. Das wird schon, glaube ich, einen Sinn gehabt haben, dass ich das Feuer hier löschen kann. Aber hier war ich doch schon drin. Soll hier noch was sein? Hier war die Karte. Video. Eine Schlüsselkarte gab es hier nicht. Weil er hier hatte keine. War das auch schon überall drin oder nicht? Nein, der Gang. Aber, hä? Warte mal. Das war ja der Gang. Der war zugestellt. Oder kann ich da drüber klettern? Wäre natürlich eine Überlegung wert, ob das geht. Nee, der Gang ist zugestellt. Er hat nur Schrott. Da war ich schon drin. Bin ich auch schon durch.
Okay. Ich werde mal die Schlüsselkarte suchen gehen. Das würde ich gerne noch machen, bevor wir die Folge beenden. Und dann sage ich schon mal, bis gleich. Ach, hier muss man den Zugangscode eingeben. Falsch. 2505. Ja, und da müsste jetzt die Zugangskarte drin sein, ne? Ja, liegt vor dir. Schlüsselkarte, meine ich. Jawohl. Samuels, bin schon unterwegs. Bitte warten. Schon wieder. Er kommt. Bitte geh weg. Ich möchte das nicht. Den nur so ganz alter. Xenomorphi. Oh, Xenomorphi. Ausgerechnet jetzt. Oh Mann. Hör nicht mehr. Aha. Da ist er. Geht wieder. Komm schon. Ja. Jesus. Hey, der hat ein Loch in der Brust. Hier ist alles im Eimer, Samuels. Direkt provisorisch in das Bett. Ich hab ihn gehört. Da ist er. Start. Deine Beine. Gott. Bitte gehen Sie weg. Bitte gehen Sie weg. Manchmal spackt irgendwie sein das Modell so ein bisschen rum. Ja, da schreit jemand. Okay, ich hab's fast geschafft. Ich glaube, er hat mich gesehen. Aber ich weiß es nicht. Gott. Alter, das ist so grauenvoll. Ist wieder weg. Ah, nö. Nur hier am Kriechen, ey. Hey. Ganz langsam. Hier einmal so drumherum, quasi. Oder? Ah, nee, ist ein anderer Raum. Warte mal. Ah. Sprengkapsel.
Ich glaube, es kommt. Das ist irgendwo da hinten. Bei dem anderen Raum. Da sind mehrere Signale. Und es ist Alien, ich weiß es nicht. Könnte durchaus da oben sein, man hört's ja. Da oben rumschleicht. Hast du dir jetzt hinzugehen, macht glaube ich nicht so viel Sinn, oder? Weiß nicht. Besuchen Sie Operationssaal im Medikit. Das müsste dann der Operationssaal sein, oder? Aber ich komme nicht durch. Vielleicht brauche ich noch etwas. Da ist jemand. Nicht das Alien. Okay, ich versuche mal jetzt noch straight Richtung Ziel zu gehen. Oh, warte. Warte. Ah, purer Nervenkitzel. Ich sag's euch. Nee. Notaufnahme. Okay. Mal, ich kann hier einfach so durch. Bin hier die ganze Zeit im Schleichmodus. Hast geschafft, glaube ich. Ich muss nämlich jetzt links quasi und dann gibt es da so einen Zipfel in diesem Gang. Das ist wahrscheinlich der Raum. Operationssaal. Ich kann keinen speichern, aber hier ist nicht. Ich muss hier durch. Da ist der Operationssaal. Was hast du geschafft? Komm schon. Yes. Samuel, ich habe die Medikamente. Wir sind an der Transitstation beim Empfang der Krankenstation. Ripley, wir haben Schüsse gehört. Und wenn wir die gehört haben, dann hat die Kreatur das auch. Hui! Ich bin dann einfach mal so frei und gehe in den Schrank. Okay, Freunde, wir sind jetzt gleich bei 35 Minuten, deswegen machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal Schluss und ich sage vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von Alien Isolation. Oh Gott, wir haben das Medikit, eine Sache haben wir schon mal definitiv erledigt und ja, wie wir dann sonst jetzt noch hier weiterkommen an der Krankenstation, sehen wir dann in der nächsten Folge. Aber es läuft, also wir kommen langsam voran, aber es schleicht sich, weil das Alien wirklich unerbitterlich ist. Aber wir werden es schon eben geschaffen, das Alien abzuschütteln. Mal gucken, ob uns das gelingt. Falls ihr noch mehr Action sehen wollt, schaut doch gerne in die Playlist vorbei. Da findet ihr die anderen Folgen zu Alien Isolation. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.